So, also jetzt einmal durch die Unterführung durch und dann hat Alex gesagt, links. Okay, links. Ja. Geiles Auto. Geil. Richtig gut. Oh. Hi. Hallöchen. Motorsportarena Oschersleben, Box 15. Das könnte jetzt am Wochenende interessant werden. Nun, wir von Kala eSports möchten den nächsten Schritt bekannt geben. Und ich versuche mich kurz zu fassen. Jetzt am Wochenende von Freitag bis Sonntag findet das Fastcar-Festival in Oschersleben statt. Und wir werden dabei sein, in der Box 15, da oben, werden wir da sein und mit zwei Simulatoren versuchen, ja, unseren kleinen Beitrag dazu zu leisten, Simracing weiter in die Motorsport-Community reinzubringen, Möglichkeiten anzubieten für Menschen, die noch Simracing noch gar nicht kennen und denken, naja, das sind ja Spielkinder, das ist ja ein bisschen was mit Mario Kart. Dementsprechend werden wir ab Samstag vor Ort sein und versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten da ein bisschen gegenzusteuern. Weil Simracing ist eine super coole Nummer, das weißt du, das weiß ich. Aber die 83, 84 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die von unserer Instagram, Simracing, was auch immer Blase gar nichts wissen, die sich damit auch noch gar nicht beschäftigt haben, wie soll ich sagen? Ja, die muss man manchmal zum Glück zwingen. Und ich kann die Welt nicht verändern. Ich werde auch die Welt nicht retten. Das wird keiner von uns. Aber wir können auf jeden Fall versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. In der Hoffnung, dass es den einen oder anderen da ansteckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es den einen oder anderen anstecken wird. Und ja, also dieses Auto hier, diesen wunderschönen Hyundai Veloster NTCR. 350 PS, Vierzylinder, Turbo, richtig geile Nummer, den kannst du Probe fahren und natürlich selbstverständlich auch den 992 GT3 Cup. Zwischendurch werden wir natürlich auch, ist ja nicht ganz uneigennützig, den Renault Clio Cup auch anbieten, ist alles komplett kostenlos. Wir werden in der Box 15, wie gesagt, sein, sind ab Samstag da und Sonntag den halben Tag da und würden uns freuen, wenn du einfach mal vorbeischaust. Also, wenn du jetzt am Wochenende noch nichts vorhast oder du jetzt schon weißt, boah, das wird ganz schön langweilig, so ein paar schnelle Autos und so, dann lege ich dir wirklich wärmstens ans Herz, jetzt am Wochenende in die Motorsportarena Oschersleben zu kommen, denn da ist das Fastcar-Festival, Viertelmeile, Achtelmeile, Drift-Challenge. Ich glaube, muss ich gestehen, bitte schlagt mich jetzt nicht in der Drift-Szene nicht so ganz zu Hause, aber ich glaube, da wird irgendeine Europameisterschaft oder Deutsche Meisterschaft oder Europameisterschaft noch mit ausgetragen. Mit Gridwalk, der NRTC ist da mit zwei Läufen. Auch klassische Rennfahrzeuge werden, wenn ich das richtig gelesen habe, auch vor Ort sein. So ein Lotus 79 Formel 1 Auto, das wird wahrscheinlich ein absoluter Ohrenschmaus mit Händlermeile. Ihr könnt Sachen kaufen und also ganz, ganz viele coole Sachen. Und ja, Wetter soll auch gut sein. Das heißt also, wenn du irgendwo im Raum Sachsen-Anhalt, Südost-Niedersachsen, Stendal, Magdeburg oder auch in Bremen bist, ich glaube mit Bremen kann man auch noch fahren, oder auch egal woher du kommst und am Wochenende coole Autos sehen möchtest, ja, und viele positive, bekloppte Leute, dann lege ich dir wirklich wärmstens ans Herz. Fastcar Festival, Motorsport Arena, Oschersleben, 14. bis 16.06. Genau. So, und wir sind jetzt quasi in der Vorbereitung oder in den Endphasen, denn natürlich ist das jetzt alles digital, klar, gar keine Frage, aber die Simulatoren sind real, das Racing ist real und für die neuen zukünftigen heißen Simracer da draußen, ich kann euch sagen, die Emotionen, also die sind auch real. Der Sport selber ist digital, alles andere ist real. Und ja, ich habe mega Bock drauf. Wir werden insgesamt mit 6 Leuten da sein. Harald und René können leider aus beruflichen Gründen nicht. Der Rest wird da sein. Und wir machen uns eine Mordsgaudi. Wir werden hoffentlich ganz viele Bilder von diesem Auto, also in digitaler Form und dem ganzen Messestand und so weiter machen. Und würden uns freuen, wenn du vorbeischaust. Diese Woche Samstag, habe ich schon x-mal gesagt, mir fällt nichts Schlaues mehr ein. Ich bin kein Verkäufer oder Vertriebler, ich bin Teammanager und Organisator. Morgen DTC, erster Lauf, digitaler TCR Cup in Zolder. Aber mit diesem Video wollten wir heute auch noch ein bisschen Content geben und
kann ja nicht schaden. Ne? Also, Kala Esports goes to reality mit erstmal 2 Simulatoren inklusive ganzen Kladderadatsch und den ganzen coolen Mist, der so aussieht, als ob wir wüssten, wovon wir reden. Nein, Spaß beiseite. Also wir haben mega Bock drauf, freuen uns tierisch auf die Bilder und die Videos und natürlich auch die Reaktionen. Und ja, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal diese Boxengasse runter. Nee, gar nicht wahr. Da geht es zum Start, weil da gibt es ja noch ein paar andere Autos anzusehen. Also in diesem Sinne, welchen Tag haben wir heute? Dienstag. Coolen Dienstag. Schön mit Ö. So, 17, oh, geiler Porsche, geil, geil, oh,